Es ist so, wie wenn man ein kleines Kind trägt. Weißt du, okay, der hat was aus dem Kasten. Seit 35.000 Jahren leben Menschen und Hunde in einer gemeinschaftlichen Beziehung. Sie ist entwurmt. Busa ist ja auch aus dem Tierheim zum Beispiel. Der wurde irgendwie 6 Wochen vor Drehbeginn aus Polen geholt, aus dem Tierheim. Der ist super cool. Also ich glaube, ich würde vielleicht auch einen aus dem Tierheim holen, aber verwerflich ist es nicht. Verwerflich würde ich jetzt nicht sagen. Ich kann das auch nachvollziehen. Andererseits gibt es so tolle Hunde auch im Tierheim und auch junge und auch ältere, die ein Zuhause suchen. Deswegen wäre ich schon immer erstmal dafür, ins Tierheim zu gehen und sich da ein Haustier oder einen Hund zu holen. Sie müssen Elfriede noch behalten. Ich kann gar nicht mit Hunden umgehen. Got me wrapped right round. Das ist aber ein nettes Kerlchen. Alles hat mit allem zu tun. Das ist nicht falsch. Ich wollte das auch nicht. Ich suche den traurigsten Unterwelt. Die anderen Traurigen sind zu alt für sich. Dann weinen sie, wenn er stirbt. Ich würde lustigerweise schon irgendwie denken, so auf eine Art, dass Hundebesitzer irgendwie fürsorglicher sind oder wärmer oder so. Ja, das stimmt, glaube ich auch. Ich glaube, das macht was direkt auch das Unterbewusstsein. Das ist so, wie wenn man ein kleines Kind trägt. Weißt du, okay, der hat was aus dem Kasten. 39 Euro. Für viele Übernachtungen ein bisschen fressen. Ich wäre so doof und gebe so viel Geld für den Hund aus. 500? Würde das reichen? Ja. Der Hund weckt dich, wenn ein Haus brennt, während sich eine Katze durch die Hintertür rausschleicht und dich verbrennen lässt. Na du Streuner, sind Sie hier irgendwo? Nein. Ich kann Sie doch sehen. Du schläfst mit einer Frau aus deiner Konzertagentur. Ah, der Hund soll jetzt auch noch Untreue riechen können. Also doch! So ein Quatsch, sehe ich so aus, ich wollte gerade mit dir. Zieh mir mal was an, das sieht doch albern aus. Hä? Extrem, ja. Ich hatte schon einen gesunden oder vielleicht ein bisschen zu großen Respekt vor Hunden dann auch. Wusste nie so richtig, was ich machen kann, was nicht, ohne gebissen zu werden. Und Borosa, der ist ja wirklich erst kurz zuvor zur Welt gekommen gefühlt irgendwie und kam dann direkt ans Set und wurde schon so ein bisschen vorbereitet und hat das dann ganz toll gemacht. Und der hat mir eigentlich auch die ganze Angst genommen dann. Man hält manchmal ja die Kamera drauf und der Schauspieler richtet sich nach den Hunden ein, setzt die Hunde nach dem Schauspieler. Weil es sind halt auch so viele Hunde, das kriegst du ja alles gar nicht hin. Und insofern war auch viel Improvisation, was aber schön ist, was es irgendwie so lebendig macht. Ich glaube, Elfriede ist eingeschlafen. Das ist es halt, die machen einfach wirklich das, worauf sie Bock haben. Ich glaube insgesamt, dass jeder Hund irgendwie so sein eigener Charakter ist, wie bei uns Menschen. Man kann das immer gar nicht so sagen. Aber es gibt auf jeden Fall schon auch Teufel. Wie bei uns Menschen. So, und jetzt ruft eure Hunde. Komm her! Jetzt da! Was ist mit dir? Schrei deinen Hund nicht so an! Entschuldigung, ich bin noch nicht taub. Kein Gelaufe, kein Gebelle, kein Gefurze oder in die Ecke gepisst! Platz! Geht doch. Sicherlich, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist auch immer noch ein großes Tabuthema, über das zu sprechen, über Unfruchtbarkeit. Deswegen ist das auf jeden Fall ein spannendes Thema, was genauso ins Kino gehört, weil es einfach in die Gesellschaft gehört. Ja. Und deswegen finde ich es spannend, dass das hier in diesem Film auch seinen Platz gefunden hat. Ja, ich finde das richtig und vor allen Dingen auch fair, weil es kommt immer darauf an, in welchem Alter man, glaube ich, auch ist und welche Ziele man hat und in welcher Lebenssituation man ist. Und wenn man weiß, dass der Partner oder die Partnerin in dem Falle einfach auch gerne Kinder hätte, dann ist es natürlich fair, das auch gleich von Anfang an klarzustellen, dass es nicht möglich ist, ja, und das auch anzusprechen. Und ich glaube, wenn man nicht so ein großes Tabu darum macht, irgendwie, dann ist es auch selbstverständlich und kein großes Ding, darüber zu sprechen. Hallo Mama. Mein Gott, was für ein hässliches Viech. Ihr glaubt gar nicht, welche Männer man mit Hund so kennenlernt. Nein. Na, läufig? Nein. Bose. Buck der Hund. Oder Detlef. Oh, das ist
Als großer HSV-Fan vielleicht Uwe Seeler oder sowas? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Nee, habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, das sieht man auch erst, wenn man den Hund sieht. Dann kann man das so sagen, wenn mein Kind was anderes. Dann denkt man schon drüber nach. Aber ich finde, man geht ja jetzt nicht durchs Leben und sagt so, okay, alles klar, meine Tochter ist Lieselotta. Ich sage, ich mache jetzt eine Lieselotta. Ich muss jetzt unbedingt eine Lieselotta machen. Es führt dann so zusammen. Ich glaube, ich finde, Elfie, Elfriede, passt zu ihr. Genau der richtige Tag, um Liebe zu machen. Galileo ist ein Casanova. Es geht nicht immer nur um dich. Ob man Mann hat oder nicht, am Ende ist man immer allein. Hol den Pfropfen raus, lass ihn knallen. Noch so ein Ding, ihr kriegt ja eine gelbe. Sie haben einen Hund? Ja. Aber Sie haben nichts davon erwähnt auf Ihrem Profil. Mögen Sie keine Hunde? Ich bin Katzenbesitzerin.